Wenn überhaupt. Wenn ich mich jetzt nicht. Oh, guckt euch das. Oh! Oh! Ist das schön! Und der. Naja, gut, wir die rentieren, das ist ja auch wieder nicht. Ich meine nur, der Preis hier ist gerade mega. Und wir haben es gerade für 300 noch was verkauft drüben. Ich fahre da gleich nochmal hin. Ich glaube, ich fahre da gleich nochmal hin. Ja gut, das brauche ich hier nicht verkaufen. Ja gut, ich hätte noch ein paar Möbel mitnehmen können. Wie sieht es mit Obst hier so aus? Ah, naja gut. Mais haben sie. Ich meine, wir auch ein bisschen Platz auf dem Schiff kriegen. Aber das Bier rentiert sich ja gar nicht. Ich habe jetzt eine Kröte mehr gemacht als im EEK. Also Einkauf. Für den Nichthändler. Muss. Was treibe ich da? Könnt mich jemand mal kurz hauen oder sowas, damit ich sehe, was ich da treibe? Blödsinn. Ich wollte das hier einkaufen. Ja, 2,18 ist trotzdem ein super Preis. Deswegen habe ich es auch gekauft gerade. Ah, guck mal, wie nah das aneinander ist, ne? Vor allem Gran Bahama liegt nochmal auf der anderen Seite der Insel. Und da oben ist, glaube ich, auch mehr am Festland oder so. Da ist die Karte so ändert und was. Nee, stimmt gar nicht. Ah, hier hinten ist noch mehr und ja, das gibt's hier. Also, ist nicht mehr. Ist untergegangen. Ich weiß nicht. Es könnte untergegangen sein. So, und guckt euch das an. 306. Das rentiert sich richtig. Wir haben es gerade für 200 noch was Maximum gekauft. Für 300 jetzt. Oh, Leute, ich mache hier wieder ein Bändlein hin. Uff, wenn das so weitergeht. Hallo? Super bei Textilien. Ja, Gemüse hatten sie, glaube ich, beide, ne? Ups, war nicht gut. Okay, nochmal rüber hier. Oh, das andere Schiff ist angekommen. Das ist auch geil. Dieses Bim-Bim. Oh, Railroad Tycoon, da hat das manchmal genervt. Wenn man, ah ja gut, da muss man auch schon ein bisschen gespielt haben. Hust. Wenn man dann so ungefähr seine 100 noch was Züge hat. Und meine im zweiten Teil das so schön ist. Jeder Zug, der ankommt, macht Bimmelim, Bimmelim, Bimmelim. Und er stellt euch mal auf einer Karte mit 150 Zügen oder so vor. Es ist ein quasi Dauergebimmel. Herrlich. Also, ne? Das ist toll. Wo bin ich denn beladen, sag mal? Da bist du es für 130 verkaufen, danke. Also Kaffee rentiert, Kaffee, Kakao rentiert sich hier gar nicht in der Ecke. Na, mein Lieber, drei Klamotten mit. Ja, Baumwolle kann man auch ein bisschen mitnehmen, ne? So, und wir müssen bis nach Dings wieder rüber. Was hast du denn hier für einen Auftrag? Achso, der. Ja, nee, brauche ich nicht. Habe ich nicht. Ein anderes hier? Ja, wer kommt jetzt zuerst an? Das ist knapp. Das ist knapp. Okay, er ist auch da. Ich wollte die Stadt haben, danke. Ja, gut. Also von dem da oben habe ich gar. Oh Gott, wir haben wie viele Steine? Ich muss unbedingt endlich mal bauen irgendwo. Und die Steine auch loswerden. Guck mal, die mal. Ah, schön. Ich baue mal los.
Und noch mehr Textilien. Yay! Okay, die machen auch noch gute Klamotten. Ich merke schon, ich muss hier mehr rumfahren an Kram. So, zeig mal hier. Ey, Getreide ist hier richtig mau. Also mit Getreide könnte man richtig was reißen. Sei mal. Dazu Gemüse. Ja, Birken rentiert sie immer noch nicht. Weiß sonst noch was klar. Ups. Oh, sehr unrentabel gerade. Wie sieht's mit Kohle aus? Boah, ich habe schon bessere Preise gesehen. Für Kohle. Textilien. Oh, guck mal, die haben Zigarren. Also wenig. Und hier Zigarren. Ja gut, ich hätte nie Ahnung, wo ich Zigarren herkriegen könnte. Weil die produzieren das gar nicht, ne? Das wollen wir. Moment, zum guten Preis, ne? Zu einem halbwegs guten Preis noch. Ein Möbelstück! Ein Möbelstück nehmen wir mit! Ja moin! Die werden sich freuen, dass ich ein Möbelstück mitgenommen habe. Ich finde, die Pfeile hätte man auch hier irgendwo einbauen können. Ne? Von mir ist auch hier unten irgendwo, dass man wechseln kann zwischen den Stücken. Ich finde das da oben ein bisschen ungelegen. Also ungünstig gelegen, besser gesagt. Also. Ist ja nur mein Rüstung. Sagen wir mit dem Schiff wechseln. Das hätte ich mehr in die Schaltfläche mit eingebaut. Auch noch gut. So, warte mal. Braucht ihr Steine? Nicht wirklich, ne? Was haben wir da noch geladen? Ja, mit dem bisschen Geld brauchen die anfangen zu bauen. Warum haben die auch noch genug? Usch. Textilien können wir loswerden. Komm, ein bisschen mehr geht, oder? Oh, endlich ist der Kakaopreis mal ein bisschen vernünftig wieder. Textilien? Ja, langsam geht's auch wieder. Da ein bisschen rosiger. Eine Textilie, wow. Wow. Komm, ich nehme ein paar Mini-Vasen mit hier. Vasen wir uns rausreißen. So, dann müssen wir ein bisschen nach rüber. Na gut, 14 da könnten wir locker schaffen eigentlich. Eigentlich. Ich glaube, ich mache mal kurz ein Päuschen. Guck mal nach meinem Mäuschen. Bist du jetzt angekommen oder? Wie sieht's aus, die Bärchen? Moritz. Ja, Bananen, Obst, tralala. Da lohnt sich übrigens das Bier mal kurz loszuwerden. Noch mehr Obst. Ja, moin. Na, wahrscheinlich mal da hier hinten ist Obst im Überhang. Ja, toll. Da hinten nützt es mir auch mega. Sag mal, wie es ist, ne? Der Kohlepreis. Na gut, er geht. Und das bin ich auch relativ gut losgeworden. Auch den Stoff. Oh, der Preis sinkt. Alter, was produziert ihr mit dem Kram? Ah, kann ich machen. Ich meine, was produziert man aus Möbel, könnte ich mir vorstellen, aber das produzieren die gar nicht. Das Zeug hier wahrscheinlich Luxusgüter. Ja, das wäre eine Idee. Uff.
Und die sind ja spottbillig. Luxusgüter, ne? Kennt man ja. Kosten ja nie was. Aber war hier Kakao dabei? Fahr du mal nach da oben. So. Und du holst hier jetzt erstmal eine richtig fette Portion Obst ab. Oh, guck mal, die könnten mal Steine gebrauchen. Also, ich war ja hinten komplett, ne? So, aber wie gesagt, ich würde mal kurz Päuschen machen. Und dann schauen wir mal. Ja, buddelt voll rum. Das ist schön. Oh, wir haben Eisen. Jetzt müsste ich nur noch. Ach, ich muss da Obst rüberbringen. Dann das Eisen hier erstmal liegen. Dann lass das Eisen erstmal liegen. Ich muss das Obst. Jupp, so. So viel wie es geht erstmal loswerden hier. Zum vernünftigen Preis, danke. So. Halbwegs vernünftig, Hust. Damit wir Obst nicht mitnehmen können. 42. Ich hoffe, das reicht jetzt endlich. Ich glaube, 10 oder so braucht man noch, ne? So, jetzt fahren wir mal straight hier runter. Weil die nehmen gut Obst ab. Das andere Schiff ist auch angekommen. Guck mal, was die haben. Obstli. Na, wow. Ist das Schiff auch wieder voll. Weiter. Und ich würde sagen, wir fangen dann langsam mal mit Routen an oder so. So wie ich das geplant hatte. Öff, die man aufstoffen wolle. Die produzieren Kakao. Na, ist super. Können noch Kakao verkaufen. Oh, unbedingt Geld. Und ein paar Vasen, um Kakao zu trinken. Ja, habt ihr noch nie aus einer Vase getrunken? Okay, ich gebe es zu, ich auch nicht. Zack, jetzt haben wir mal Geld wieder. 23.000. Alter, Luxusgüter. Judy, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Hallöle, da sind wir wieder. Und ja, so, was machen unsere Schiffchen? Der Moritz, der steht hier noch. Wunderbar. Und ja. Hä? Ah ja, okay. Giordano Bruno wird hingerichtet. Was? In Rom wird der italienische Priester, wegen Ketzerei hingerichtet. Er lasst die Kätzchen in Ruhe. In mehreren Schriften hatte er die Unendlichkeit des Universums und seine ewige Dauer beschrieben. Jo. Was dem vorherrschenden geozentrischem Weltbild widerspricht. Oh, Erde, Scheibe, alles dreht sich drumherum. Ja, man kennt's. Besonders schwer wiegt in der Bewertung der Kirche vor allem, dass seine Hypothese keinen Raum für einen Jenseits, ein Jenseits. Oh, was? Die biblische Schöpfungsgeschichte oder das jüngste Gericht lässt. Uiuiui, ja gut. Ja, das muss ja behandelt werden. Hallo, das geht ja mal gar nicht. So, du fährst mal hier hoch. Ne? Ja, das ist ja dabei zu produzieren, nicht mal zu brauchen. Okay, ja gut. ja. Schön. Wenn man die Wahrheit spricht oder so.